jetzt bitte ich um Wortmeldungen. Das hatte sich schon gemeldet, Herr Hartmann. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem sehr geehrte Frau Engelke und liebe Mitglieder des Kasseler Seniorenbeirates. Herzlichen Dank für Ihr Engagement für die Seniorinnen und Senioren unserer Heimatstadt Kassel. Ich freue mich darüber, dass ich heute im Namen der SPD-Fraktion Ihnen unseren Dank übermitteln darf. Wir schätzen Ihren unermüdlichen Einsatz für die Interessen der älteren Bürgerinnen und Bürger unserer Heimatstadt. Zwei grundlegende Feststellungen möchte ich zu Beginn meiner Rede machen, haben Sie ja eben auch, Frau Engelke. Wir haben alle das Glück, dass wir insgesamt älter werden und dass die gesamtgesellschaftlich immer größer werdende Gruppe der Seniorinnen und Senioren immer agiler wird und ist. Sie haben ja gesagt, ein Viertel unserer Einwohner ist über 60 Jahre alt. Deshalb ist Ihr Engagement, indem Sie sich aktiv in die Senioren, in die Gestaltung der Seniorenpolitik einbringen, gleichzeitig ein wichtiger Beitrag dazu, die Lebensqualität in unserer Stadt zu steigern. Wir sind froh und dankbar über das vielfältige Wirken der Seniorinnen und Senioren im Ehrenamt in unserer Stadt. Sie sind es, die in Vereinen und Verbänden, in Nachbarschaftstreffpunkten, der Flüchtlingsbetreuung oder zum Beispiel als Vorlesenpate in Kindertagesstätten sich immer dann einbringen, wenn Not am Mann oder der Frau. Ohne Sie könnten viele Angebote nicht stattfinden und ohne Sie würde die Arbeit im Ehrenamt für die noch im Berufsleben Stehenden oft nicht möglich sein. Und deshalb dürfen Sie gerne klatschen, weil als Vereinsvorstand kann ich das sehr gut bezeugen, aus eigener Erfahrung, was wären wir an dieser Stelle ohne die jungen Alten, und dafür gebührt Ihnen unser Dank. Der Seniorenbeirat als städtisches Gremium organisiert nicht nur ein breites und gut besuchtes Unterhaltungsprogramm, welches von Spaziergängen über kulturelle Veranstaltungen bis hin zur Karnevalsveranstaltung geht. Sie organisieren darüber hinaus den Adventsbasar, der nicht nur immer gut besucht ist, wovon ich mich jedes Jahr selbst auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken überzeuge. Sie bewirken damit vor allen Dingen etwas Gutes, indem Sie den Erlös, wir haben es eben gehört, sozialen Projekten in unserer Stadt spenden. Neben all dieser Arbeit setzen Sie sich aber vor allem dafür ein, dass die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren in der Politik Gehör finden. Sie beraten zu wichtigen Fragestellungen rund um das Älterwerden und diskutieren über Themen, die uns alle bewegen. Damit meine ich zum Beispiel die Gefahr von steigender Altersarmut, die Zukunft der Pflege und die seniorengerechte Stadt. Gerade im Bereich der Pflege und der Menschen, die pflegen müssen, müssen wir in diesem Land umdenken. Mit Würde alt werden gilt gerade auch für die Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen können. Ebenso müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege menschlicher werden. Zeit ist hierbei ein entscheidender Faktor, neben einem guten Lohn und einer fundierten Ausbildung. Hieran müssen wir gemeinsam arbeiten und die verschiedenen politischen Ebenen besser vernetzen, damit die Hilfe und Unterstützung auch ankommt. Wir Sozialdemokraten unterstützen Ihre Forderungen nach mehr bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum für Seniorinnen und Senioren. Deshalb stehen wir zum Vorhaben der GWG auf dem Gelände der SWA Fasanenhof, diesen zu schaffen. Aber nicht nur neuer Wohnraum ist wichtig, Sie haben es angesprochen, der aktive Wohnungstausch, in dem die großen Familienwohnungen gegen kleinere getauscht werden können, ohne das Quartier zu verlassen und eine höhere Miete zu zahlen. Die GWG geht damit gut Beispiel voran und macht das schon, aber das Angebot muss noch mehr intensiviert werden. Ebenso sehen wir die Notwendigkeit, über Treffpunkte in den einzelnen Quartieren den Menschen das Älterwerden im gewohnten Umfeld zu ermöglichen und gleichzeitig gegen die Vereinsamung entgegenzuwirken. Loben möchte ich hierbei das Engagement der GWG, der GWH und der Vereinigten Wohnstätten erwähnen. Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Seniorenkarneval in diesem Jahr. Ich kenne die Veranstaltung als Aktiver seit fast 25 Jahren. Der Eintrittspreis in diesem Jahr
stellte eine einmalige Ausnahme dar, für die sich OB Geselle offiziell und mit einer kleinen Wiedergutmachung entschuldigt hat. Als SPD-Fraktion darf ich Ihnen aber versprechen, dass wir zukünftig auch auf dem Haushalt darauf achten werden, dass so etwas nicht mehr passiert. Abschließend möchte ich Ihnen noch einmal Danke sagen und Ihnen für die Arbeit im noch recht jungen Jahr weiterhin viel Elan, Durchsetzungsfähigkeit und Erfolg wünschen und Ihnen natürlich persönlich allen Mitgliedern des Seniorenbeirats viel Gesundheit für Ihr anstrengendes Amt. Dankeschön. Sie sorgen bei den älteren Menschen für Lebensfreude, Gesundheitsvorsorge. Also, wir haben eine Veranstaltung, aber jetzt raus aus dem Bett und so weiter und so fort. Gemeinschaftssinn, wir gehören zusammen, für geistige Beweglichkeit im Alter, für Gesprächspartner und natürlich neuen Gesprächsstoff bei Ihren Treffen. Sie geben durch Ihre Aktivitäten den älteren Mitbürgern das Gefühl, ein Teil unserer Stadtgesellschaft zu sein. Der zeigt, wir gehören dazu. Wir haben auch die Möglichkeit, für uns und andere aktiv zu sein. Siehe das, was Sie alles aufgeführt haben, im politischen Einmischen, im bezahlbaren Wohnen, bei der Altersarmut oder der Pflege und so weiter. Ich denke auch, die Technik kommt bei Ihnen nicht zu kurz. Und der neueste Stand der Technik ist natürlich ganz wichtig. Wir haben alle Handys. Er ist für Ältere wichtig, aber nicht ganz so wie für Jüngere. Und hier beziehe ich mich mit ein. Wir gehen, so scheint es, nur besonnener damit um. Unsere Daumen kleben meistens nicht auf der Tastatur, es sei denn, wir haben mal Frühstück Marmelade drauf. Und wir müssen auch nicht alles neu erfinden. Hier ist das Gespräch unter Gleichaltrigen besonders wichtig. Und das führt sie auf. Wir gestatten uns dann mehr darauf zu hören, was sagt mir der Nachbar, als was sagt mir da so ein Junger. Aber die freuen sich auch, wenn der Nachbar gesagt hat, das ist gut für dich. Als Seniorenbeirat fördern Sie dies durch Ihre vielen Veranstaltungen. Als Beispiel möchte ich hier Ihre Weihnachtsfeier und Ihre Faschingsfeier in der Stadthalle erwähnen. Diese Treffen beeindrucken mich durch die Anzahl der Gäste, das fröhliche Miteinander und das angebotene Unterhaltungsprogramm. Wir, die CDU, wünschen Ihnen als Seniorenbeirat und Ihnen und Ihren Mitgliedern weiterhin viele glückliche, gesunde, gemeinsame, aktive Stunden. Sie haben Ihren Beitrag mit einem Dank beendet und ich möchte meinen mit einem Dank beginnen. Den Dank natürlich an Sie und die Mitstreiter im Seniorenbeirat für Ihre Aktivitäten, die Sie uns hier sehr anschaulich dargestellt haben.
Die Themen, mit denen Sie sich beschäftigen, sind immer auf der Höhe der Zeit. Und vor allem, Sie beschäftigen sich nicht mit theoretischen Fragen, sondern mit solchen, die die älteren Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. Und dafür ist aller Dank Ihren wert. Und den möchte ich hier Ihnen auch ausdrücklich ausdrücken. Es gibt vielleicht einen bunten Strauß der Themen, mit denen Sie sich zu Recht beschäftigt haben und weiter beschäftigen werden. Noch einen Punkt, den ich anregen würde, wo man mal drüber nachdenken könnte, ihn zu intensivieren. Das wäre nämlich ein Austausch zwischen den älteren Menschen, dem Seniorenbeirat, der ja die älteren Menschen repräsentiert, und den jüngeren Menschen, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es gibt sicherlich im Kasseler Jugendring ausreichend Organisationen und Vertretungen, die ansprechbar wären. Ich glaube, das wäre gewinnbringend für alle Seiten. Die Jüngeren könnten die Situation älterer Menschen vielleicht besser verstehen und umgekehrt die älteren Menschen vielleicht zum Beispiel die eben angesprochene Frage des Lebens mit dem Daumen auf der Tastatur ein bisschen besser nachvollziehen. Lassen Sie mich ein paar Aspekte, die Sie angesprochen haben, ansprechen. Radfahrkonzept, das ist natürlich ein Aspekt, bei dem Sie insbesondere bei meiner Fraktion auf den Türen einrennen. Wir beschäftigen uns seit Jahren, eigentlich kann man sagen seit Jahrzehnten, mit der Frage, wie können wir den Radverkehr in Kassel besser ausstatten, besser fördern, besser erreichen, dass auch mehr Radwege gebaut werden. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass im Haushalt entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch Bestandteil des Generalverkehrsplans. Wir wollen ganz aktuell das auch gerne ersetzen durch ein Fußverkehrskonzept, in dem nicht nur der Radverkehr, sondern auch der Fußverkehr, also von Menschen, die sich zu Fuß bewegen, sei es mit, auch durchaus mit Kinderwagen oder anderen kindheitsüblichen Fahrzeugen, mit Rollatoren oder, wie ich natürlich auch immer gerne betone, mit Rollstühlen, entsprechend sicherheitlich fortbewegen können. Auf Grundlage des Prinzips, alle Verkehrsteilnehmer sollen gleichberechtigt sein. Allerdings lässt sich nie vermeiden, dass sich deren Wege auch irgendwann kreuzen, selbst wenn es unterschiedliche Wege gibt. Und da ist neben den von Ihnen angesprochenen Sanktionen auch ganz wichtig, dass das Gefühl gesteigert wird, dass alle aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Das gilt nicht nur für Radfahrer, es gilt teilweise auch für Fußgänger, die bei Verkehrsampeln teilweise auf dem Radweg stehen, auf Grün warten. Auch das ist eigentlich nicht in Ordnung, sondern behindert die Radfahrer. Ein Aspekt, der sicher ganz wichtig ist und der diese Stadtverordnetenversammlung auch schon mehrfach beschäftigt hat, die Frage des bezahlbaren Wohnraums, das wird ja ein weiteres Thema sein, das sich ständig beschäftigen wird. Natürlich ist die Frage des Neubaus ein wichtiger Aspekt, allerdings bei den gegenwärtigen Baukosten liegen wahrscheinlich sogar trotz Bezuschussung die sogenannte Kostenmiete deutlich über den 5 Euro, die es bisher gibt, im Durchschnitt. Deswegen werden wir um die Frage, wie gehen wir mit den Bestandswohnungen um und wie erreichen wir es, dass Bestandswohnungen weiterhin in einem vernünftigen Zustand gehalten werden, in einem nicht nur bewohnbaren, sondern in einem akzeptablen Zustand und dann auch entsprechend zur Verfügung gestellt werden, weiterhin beschäftigen müssen. Es ist im Übrigen glücklicherweise nicht nur die GWG, die sich mit Wohnungsbau beschäftigt, sondern auch die GWH und andere Wohnungsbaugesellschaften, die in Kassel aktiv sind. Ein Punkt, da muss ich allerdings darauf hinweisen, Sie haben uns als Stadtverordnete aufgefordert, auch stärker an den Sitzungen des Seniorenbeirats teilzunehmen. Das ist natürlich ein Problem, wenn gleichzeitig uns mitgeteilt wird, dass die Sitzungen des Seniorenbeirats immer vormittags stattfinden. Ganz aktuell die nächste Sitzung, da habe ich gerade erreicht, die Einladung um 9.30 Uhr nächste Woche. Die Stadtverordneten sind ehrenamtlich tätig, alle beruflich gebunden und die wenigsten von uns können, von wenigen Ausnahmen vielleicht abgesehen, vormittags Sitzungen des Seniorenbeirats besuchen. Die herzliche Bitte, doch wirklich darüber nachzudenken, die Sitzungen wie alle anderen Sitzungen der Beiräte, der Kommissionen, der Ausschüsse nachmittags anzuberaumen, dann wird sich mit Sicherheit auch die Teilnahme der Stadtverordneten deutlich steigern lassen. Mir wäre das jedenfalls ein Anliegen. Nächste Woche zum Beispiel habe ich auch schon wieder dienstliche Koalitionstermine, die andere wahrscheinlich auch. Und Sie haben, glaube ich, ein hohes Interesse daran, dass nicht nur Stadtverordnete an der Sitzung teilnehmen, die ihrerseits schon im Rentenalter sind, sondern auch noch etwas davor sind. Abschließend nochmal ganz herzlichen Dank. Weiter so. Wir werden mit Sicherheit weiter im Austausch bleiben und das wird uns gemeinsam befruchten. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Engelke, erstmal möchte ich Ihnen für Ihre engagierte Arbeit danken.
Ich möchte Ihnen vor allem auch dafür danken, dass Sie nicht nur ein oder eben kein bequemes Abnickgremium sind, sondern auch kritische Fragen stellen, kritische Beiträge bringen, die hier grundlegende Probleme benennen. Das würde ich mir in dieser Form auch von manchen anderen wünschen. Jedenfalls glaube ich, dass das, was Sie hier in Ihrem Bericht angesprochen haben, durchaus Zukunftsthemen und Zukunftsprobleme der gesamten Stadtgesellschaft sind. Ich will da nur in aller gebotenen Kürze ein paar rausgreifen. Sie sprechen das Thema Wohnungsnot an und die schwieriger werdende Situation, was bezahlbare Mieten betrifft, den Rückgang der Sozialwohnungsbestände. Das ist alles richtig, das sehen wir genauso. Und Sie schlagen ja de facto vor eine Sozialwohnungsquote, die wir hier auch seit längerer Zeit fordern. Wir würden uns wünschen, dass es dazu einen offeneren Diskurs auch in der Stadtverordnetenversammlung gibt. Ich glaube aber, um dieses Thema werden wir auf die Dauer nicht herumkommen. Das Thema Altersarmut, und das betrifft dann ja verschiedene Facetten, sowohl bundespolitische als auch kommunale. Ich glaube, damit werden wir uns auch kommunalpolitisch in der Zukunft verstärkt auseinandersetzen müssen, nämlich mit den Konsequenzen, die das auch für die Stadtgesellschaft hat, sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch in anderen Bereichen. Auch die Situation in der Pflege und die längst überfällige Aufwertung der Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe, um das mal so übergreifend zu formulieren, das ist ein Thema, mit dem wir uns seit langem beschäftigen. Und ich glaube, das ist jetzt nur begrenzt ein kommunalpolitisches, aber wir müssen natürlich auch ein Stück weit auch mal über den Tellerrand unserer Gremienpolitik hinausblicken. Und ich glaube, das ist durchaus der Ort, wo wir anlässlich eines solchen Berichts auch mal eine echte Diskussion über gesellschaftliche Problemlagen führen sollten. Denn da greift das eine ins andere in jedem Fall. Genau, was die Radwegssituation betrifft. Und das ist ja ein Bündel von verkehrspolitischen Fragestellungen, die Sie da aufgeworfen haben. Wir haben natürlich dieses Problem, das werden wir hier im Stadtparlament noch diskutieren, im Zusammenhang mit dem Radverkehrskonzept. Ich glaube auch, wir haben hier ein Radwegenetz, das dringend der Überarbeitung des Ausbaus bedarf und das ein Stück weit auch Flickschusterei ist. Und da müssen wir, glaube ich, auch über kühnere Entwürfe diskutieren. In jedem Fall wäre es unglaublich wichtig, dass wir den Anteil des Radverkehrs, des Fußverkehrs und auch des ÖPNV am Gesamtverkehrsaufkommen steigern und damit auch viele Möglichkeiten schaffen, jenseits der Vision der autogerechten Stadt, die im Prinzip längst überholt ist. Das betrifft dann auch die Frage des ÖPNV und der Ticketpreise, eine weitere kritische Anregung, die Sie hier hatten. Und ich glaube, dass wir, um den Anteil des ÖPNV zu erhöhen am Gesamtverkehrsaufkommen, auch über die Ticketpreise reden müssen. Wir müssen auch reden, sowohl über entsprechende Reduzierungen als auch weitergehende Vorstellungen. Sie bringen ja die Frage des kostenlosen Zugangs zum ÖPNV mit ein. Das sehen wir genauso. Insofern, ich würde mir wünschen, dass wir über den üblichen Schlagabtausch von Antrag, Gegenrede, Ablehnung hinaus tatsächlich auch mal eine übergreifende Diskussion über diese Themen hier und anderenorts führen könnten, die diese und ähnliche Anregungen auch von Ihrer Seite berücksichtigen. Vielen Dank. Herr Dr. Hoppe. Ich denke, wenn man die Verhandlungen jetzt in Berlin verfolgt,
ist dort ein Umdeckungsprozess im Gange. Man sollte bei der Gelegenheit nicht verschweigen, dass natürlich politische Entscheidungen in der Vergangenheit auch zum Teil dafür verantwortlich sind, dass wir die Situation jetzt so haben, wie wir sie haben. Besonders gefreut hat uns natürlich Radwege. Auch da sehen wir ein Erfordernis, dass da noch mehr gemacht wird. Ich will aber auch sagen, dass aus meiner Sicht da auch schon sehr viel getan ist. Und ich verstehe Ihre Formulierung auch darin, dass dann dort, wo Radwege sind, die Radfahrer bitte diese auch benutzen mögen. Ja, ich nehme das auch für mich selber persönlich als Hinweis, auch das häufiger zu tun. ÖPNV haben meine Vorredner auch schon gesagt. Auch das ist eine wichtige Forderung, die meine Fraktion teilt. Also fahrschulloser ÖPNV ist etwas, was wir seit langem fordern. Auch der Hinweis auf Ihre Schwierigkeiten gelegentlich mit den Digitalen können wir hier als unsere Fraktion zum Teil jedenfalls nachempfinden. Keine Kritik daran, aber man sollte nicht damit allein gelassen werden. Das ist ganz wichtig. Aber nicht nur die große Politik, wenn ich das so sagen darf, haben Sie angesprochen, sondern auch die vielen Dinge, die ich jetzt nicht wiederholen will, die so im Kleinen hier bei uns in der Stadt selber unterstützen und auch wieder richtigstellen oder auch mithelfen, dass dort richtige Lösungen gefunden werden. Auch dafür der herzliche Dank meiner Fraktion. Also machen Sie weiter so, das ist wirklich gut und segensreich, was Sie machen. Herzlichen Dank. Weitere Wortmeldungen, Herr Dreyer. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Friedrich, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, sehr geehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, sehr geehrte Mitglieder und Mitwirkenden des Ältestenbeirates. Ich möchte mich auch bei Frau Engel für ihren ausführlichen Bericht bedanken, dieser war für mich durchaus erleuchtend. Einiges, was ich früher nie bei den älteren Menschen verstanden hatte, kann ich jetzt nun endlich verstehen, das meiste jedenfalls. Auch möchte ich mich insbesondere beim Ausländerbeirat bedanken, der ein durchaus sehr wichtiger Ansprechpartner für die älteren Menschen dieser Stadt sind. Wichtig ist es auch, die Menschen, die einen Beitrag für die deutsche Gesellschaft leisten, zu unterstützen und zu fördern. Wichtig ist es auch, dass sich die Stadt mehr um die Sicherheit der älteren Menschen kümmert und verbessert. Wir stehen der Stadt gerne mit Rat und Tat hierbei zur Verfügung. Selbstverständlich unterstützen wir auch gerne das Ordnungsamt mit Rat und Tat. Für Sie ist es wichtig, Deutschland Ordnung herrscht. In unserem Bundesprogramm wollten wir einen 10-prozentigen Aufschlag auf die Rente zur Grundsicherung, jedoch kein Aufschlag auf die Grundsicherung. Oh, jetzt habe ich auch mal wieder Ihren Wissenshorizont erweitert. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück bei Ihrem weiteren Wirken. Sehr geehrte Frau Engelke, sehr geehrte Mitglieder des Seniorenbeirats, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Sie haben von den Reden, bei den Reden entnehmen können, alle haben Ihrem Bericht gut zugehört und haben sich auch einiges notiert. Ich bin mir sicher, dass das große Interesse auch daher rührt, dass wir alle, wenn wir Glück haben, den Mitgliedern des Seniorenbeirates hinzuwachsen können. Also nochmal danke für Ihr Engagement und alles Gute für die Zukunft und auf weiter gute Zusammenarbeit. Dankeschön.